Prost. Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier auf dem Sephiron-Plateau und heute kehren die Bro-Battles back. Und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit dem Bro, mit dem Bro der Bros. Hallo. Mit meinem Bro, Trabulinio. Hashtag Trabulinio. Er ist heute dabei als Gast. Wir wollten eigentlich, naja, ich sag mal so, ich musste viel arbeiten und hatte keine Zeit, keine Tage parat, musste aber trotzdem Haare schneiden. Und mein Bro ist gleichzeitig mein swaggerliches Friseur, will mal dein Lied oder will mal irgendwelche Pokémon, ist egal. Und ich erzähle hier so lange weiter die Geschichte. Wir haben nur noch 45 Sekunden. Okay. Okay, sorry Leute, ja. Zurück zur Story. Ich musste meine Haare schneiden, musste aufnehmen und als ich bei ihm war, keine Ahnung, haben wir halt gechillt. Und das Ding ist halt immer, wir sehen uns sehr selten und da dachten wir, hey, wir verbringen mal den Tag zusammen, aber ich musste trotzdem aufnehmen und dann sind wir zur Entscheidung gekommen, hey, wisst ihr was, wir nehmen einfach zusammen auf und deswegen ist er heute dabei. Deswegen machen wir das heute zu zweit. Bro Battles gegen die Schlingel und wir sehen ein Libeldra und ein Rizeros. Er kennt sich übrigens ja, mit Pokémon mehr oder weniger aus. Er guckt auch meine Videos, deswegen kennt er die ganzen Insider, aber er ist halt kein Competitive-Spieler. Und ihr seht, was er für Pokémon dabei hat. Sein erstes Pokémon, aka Boycrime, aus der Alpha Saphir Nuzlocke, Freunde. Denn er hat gerade die Alpha Saphir Edition drin. So, was machen wir jetzt? Was willst du tun? Also ich gehe für eine Kraftreserve auf Libeldra. Und du? Puh. Für einen Kraftkoloss auf... Flammenblitz für 4. Hm? Flammenblitz auf Libeldra. Das ist scheiße. Das ist ziemlich scheiße, ja. Okay. Kraftkoloss. Geh auf Kraftkoloss für Rizeros, sehr gerne. Okay. Genau. Okay! Ja, Leute. Erst war der übelste, ne, also die Webcam ist zu schmal für uns beide. Ich meine, ich fülle die schon teilweise aus, ne, ich bin schon breit genug gebaut und zusammen mit ihm natürlich noch krasser. Also ihr müsst euch vorstellen, da sitzen zwei erwachsene Typen und die sitzen gerade so an einem Tisch und ja, die Webcam ist einfach nicht breit genug für uns, insbesondere für ihn. Er ist ein ziemlich breiter Dude. Aber trotzdem schüchtern, denn es ist seine erste Aufnahme. Er war noch nie so auf YouTube und deswegen verzeiht ihm auf jeden Fall, falls er noch ein bisschen leiser spricht oder weniger spricht oder keine Ahnung was. Oh shit. Ist ja gereicht. Trotzdem Bedroher. Krass. Okay. Not even bad. Mhm. Geh mal zum Leviathan raus. Zum Boy aller Boys. Alter, breit wie ein Schrank. One Flame Hit, oh shit. Okay, das ist aber gut. Jetzt hat der Typ einen doppelten Bedroher drin und das ist gut, das ist echt gut. Das ist top. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich will Drachentanz gehen. Ja, er weiß schon Bescheid, Freunde. Er kennt die Moves. Er knows the moves. Okay, was kommt da rein? Scizor, okay, oh. Gefährlich. Okay. Okay, perfekt. Perfekter Move. Er geht für den Drachentanz und ich gehe für einen Wall Switch. Ja, Leute, wie gesagt, klar, harte OU-Power am Start, aber seine Pokémon haben teilweise gar keine Items und wenn, dann sind es irgendwelche Bären, die irgendwas verhindern sollen, aber nicht wirklich werden. Oh, krass. Okay, perfekte Combo. Deswegen verzeiht uns, falls wir gerade überkrasse Pokémon dabei haben. Aber, wie gesagt, sie sind weder EV trainiert, noch DV trainiert, oder noch DV gebreedet, noch haben sie irgendwelche Items, sondern sie sind halt einfach random Pokémon, also seine. Ne? Die seht ihr übrigens auf der rechten Seite, ist ein bisschen verkehrt. So, ich komme rein mit Mobbing Frog und setze mal den Niesel auf. Soll ich für eine Donnerwelle gehen? Nee, geh mal für eine Kaskade auf Scizor.
Weil du bist schneller als er und du bist auf plus 1, plus ist der Regen. Das mhm. heißt, deine Kaskade ist jetzt doppelt so stark wie normalerweise. Und du bist schneller. Und den Schrank outspiele ich auch, deswegen kann ich ihn vierfach effektiv treffen und dann rausnehmen. Oh, und da geht er raus, der Schrank. Breit wie ein Schrank, aber nicht so breit wie wir. Oh! Lil King Kong. Okay, dann hoffe ich, dass er mal den Burn bekommt. Dann kann er uns nichts mehr tun. Hörst du es eigentlich gut? Warte mal. Ja, ich hör's. Ist drin. Ah, okay. Okay. Der Wuk. Was hat er gerade gemacht? Hat er gerade einen Bullet Punch gemacht, oder? Burn. Ja! Nice. Sehr schön. Also sieht so aus, als ob wir gerade gewinnen, Leute. Sieht nicht schlecht aus. Soll ich auch mal für eine Kaskade gehen? Das Lil Kong könnte theoretisch, wenn er ganz krass spielt, Schockwelle drauf haben. Ich gehe mal raus zu Sparky. Oh, ich habe ja gar keinen Blitzfanger mehr, ich habe Bedroher. Ist egal, ich habe meinen Move schon gepickt. Geh mal für... Damit einfach siehst du auch. Mach mal noch einen Drachen. Mach noch einen Drachentanz, ja, warum nicht? Ja, weil Scissor kann ja nichts machen, du resistest ihn ziemlich krass. Ja, wenn jetzt irgendwie ein Normaljuwel Mogelhieb kommt, dann cool, weil dann haben wir Bedroher plus Burn. Aber wenn jetzt eine Schockwelle kommt, oh, okay, kommt Mogelhieb, passt. Es wird ziemlich gar nichts mehr machen. Oh, interessant. Okay. Ja, aber jetzt one-hittest du ihn einfach, also pff. Das bringt ihm nicht so viel, gerade. Und mit Lil Kong kann er auch nicht mehr so viel machen. Kaskade? Ja, geh mal auf eine Kaskade auf Scissor. Lil Kong wird sowieso sterben. Ja, und ihr seht auch, Leute, einen krassen Turnunterschied. Er ist so ziemlich schwarz und ich bin der weißeste Lauch, den es gibt. Ein riesen Käse, aber das ist halt Gamer versus, weiß nicht, Solarium Boy oder so. So, okay. Ja, sieht ziemlich gut aus, also... Ich glaube, wir werden dieses Game gewinnen, tatsächlich. Aber schauen wir mal. Du. Wählt eure Moves! Los mit euch hier. Ich glaube, er wechselt raus. Wäre das Intelligenteste, weil mit einem Bedroher macht er eh nichts mehr. Ja. One Flame Hit. Das war. Oh, okay. Ah. Das Ding ist tot. Das ist auf jeden Fall ein totes Ding. Doppelschlag. Okay. Ich überlebe, glaube ich. Okay. Oh, shit. Ja, das war's. Tschüss. Das war aber ein Two Flame Hit, mein Freund. Kein One Flame Hit. Und da gehen beide Pokémon down. Okay, jetzt haben sie die Advantage, jetzt können sie reinwechseln, was sie wollen. Und wir müssen drinbleiben. Schauen wir mal. Aber wir sind beide ziemlich schnell. Hast du jetzt zwei Drachen dazu? Ja, zwei Drachen. Okay. Passt. Oh, Glurak. What? Okay. Das muss Mega Glurak X sein, ansonsten GG. Okay, du gehst auf Glurak, ich gehe auf Scissor. Mit was? Mit Kaskade oder Eiszahn? Kaskade, ja. Kaskade auf jeden Fall. Eiszahn wird nee, ist neutral, aber ist nicht Stab und du bist im Regen. Das heißt, deine Wasserattacken sind viel stärker und du hast den Same Attack Type Bonus. Das heißt, Gyarados ist Typ Wasser und alle Wasserattacken sind zu 50% stärker bei ihm. Hm. Oh, okay, er revenged mich. Alles klar. Ja, aber ich glaube, ein plus 2 Kaskade im Regen. Er geht für Drachentanz. Okay, kann ziemlich gefährlich sein. Mega Shirox und Mega
Gluoks sind zwei gefährliche Biester, aber es ist neutral, es ist plus 2 und Stab in der... Oh, es reicht nicht. Ja, Freunde, und das sieht man mal wieder, wenn die Pokémon nicht EV trainiert sind, was es ausmachen kann. Aber, no problem. No problemo. Die Sache ist jetzt die, theoretisch könnte ich jetzt für einen Follow Me gehen und sein Glurak müsste mich angreifen. Drachenattacken werden immunisiert, Feuerattacken werden verschwächt wegen dem Regen. Das Ding ist aber, er kann jetzt mit Bullet Punch auf mich gehen, was sehr effektiv ist. Und ich könnte theoretisch zu Mobbing Frog raus, um das zu resisten. Soll ich auf Glurak gehen oder auf Scissor? Auf jeden Fall auf Glurak. Glurak? Ja. Auf jeden Fall auf Glurak. Kaskade? Ich gehe mal für ein Schutzschild. Ja, ich gehe mal für ein Schutzschild. Ich gehe einfach mal für ein Schutzschild, weil, wie gesagt, ein Drachen. Ich weiß nicht, ob er dich outspeeden wird. Du hast noch ein Pokémon, oder? Relaxo hast du noch. Ja, ja, Relaxo. Okay. Dann Nigger. Njogo! Okay, ich gehe für ein Schutzschild. Ich predict einfach mal den Patronenhieb von dem anderen Boy da. Okay, what? Okay. Er geht nicht. Okay. Gut, dann hat sich das Problem gerade erledigt, weil Glurak ist weg. Meiner Meinung nach das stärkste Mega-Pokémon. Oh, sheesh. Okay. Hat noch Hallo. Erholung hatte ja auch noch. Ja, Ruheort, ja, genau. Hey, Ruheort. Genau. Aber er ist nicht schneller als du. Das heißt, er kann dich nicht töten. Ja, das ist gut. Jetzt hört der Regen auf, oder? Oder nee, ich hatte Nassbrocken drauf. Ja. Okay. Gehe auf jeden Fall für eine Kaskade auf ihn. Auf Scissor? Ja, genau. Und ich gehe raus zum Mobbing Frog, dann tank ich den. Mhm. Dann resiste ich den Bullet Punch und kann Fairy Tail noch behalten. Okay. Ja, der Schrank predicted und das ist ziemlich gut, weil der Patroni wird auf mich kommen. Jupp. Easy! Ein plus 2 Bullet Punch. Das war's. Und da geht Scissor dahin. Bam. Nice. Okay. Okay. Sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus. Okay. Oh, er hat nur noch ein Pokémon. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Kaskade und Siedewasser. Warum protected er in der letzten Runde? Das macht doch überhaupt keinen. Okay. Ja. Vierfach effektiv im Regen, plus 2. Das war ein... Ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Das war's mit Timo Let's Play und DG Cricky. DG Cricky und den beiden Sephirons. Sephiron und Trabolinio. Auf jeden Fall, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns bei einem nächsten Bro Battle. Ja, 15 Minuten haben wir es doch noch hinbekommen. War ein cooles Battle für das, dass wir solche Pokémon dabei hatten. Aber im nächsten Part werden wir euch die andere Hälfte des Teams noch zeigen. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss. Damn, it's Christmas.